Fußball 2000, pam, 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 klack, 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 Doppelpass, Doppelpass, Doppelpass. Eintracht Frankfurt gewinnt sehr, 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 sehr souverän 3:1 in Hoffenheim. Ich fange mit dir an, Heike. Wie geht's dir? Wie war's? War gut? Guck mal, Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, die Sonne scheint, 20 Grad, wir sind alle zu warm angezogen und wir haben gewonnen. Ey, was will ich mehr? Julian, wie geht's dir nach dem Spiel? Ich habe gar nicht gewusst, dass wir so gut noch Fußball spielen können. Auf einmal Tiki-Taka mit Tuta da vorne mit dem Heberpass. Also besser kann man sich jetzt einen Samstag heute nicht vorstellen. War sehr, sehr stark. Hadi, apropos Samstag. Wie geht's dir? Winner, Winner, Chicken Dinner. Ich habe euch allen gesagt, entspannt euch. Das wird schon. Länderspielpause vorbei. Überragendes Spiel. Überragende erste Halbzeit. Riesenmöglichkeit gehabt zur Führung. Dann in Rückstand geraten. Und dann einfach Reaktion gezeigt. Und ey, wir haben das Ding gerockt. Ich war alles andere als entspannt nach dieser Szene, weil die war ein bisschen sinnbildlich für unsere Situation. Du hast in Form von Chaby diese Riesenchance da vorne und im Gegenzug macht der Stürmer auf absolute Mittelstürmerart. Ich habe halt auf deine Nachricht gewartet und die kam auch. Ich wusste, dass dein Handy gleich ausgeht, deswegen wollte ich deinen Akku nicht gefährden. Aber ich hatte schon wirklich Angst, dass wir wieder aufgezeigt bekommen, was wir im Sommer vielleicht verpasst haben. Aber es war da nicht so. Die andere hat weitergemacht und ist dann auch durch unseren Halbstürmer Mamouche zum 1-1 gekommen. Dann ist 2-1 und ganz ehrlich, was war bitte bei dem 3-1, was Julian? Das war Tiki-Tak. Ich wollte auch mal zum 1-0 einfach Jens Gral. Erstes Spiel direkt meine Vorlage. Kann auch nicht jeder, ist auch stark. Aber auch die Tore danach. Das war auf einmal, ich habe gesagt, auf einmal spielen wir Fußball. Weil das war, du hast so gemerkt, da gehen Spielzüge, die sonst irgendwie gar nicht ankamen. Ich weiß nicht, ich glaube, es war mit 2-0, wo Tuta wirklich diesen Heberpass macht. Chaibi in die Mitte, Knauf macht den rein. Ist einfach geil. Ist geil. Geil, oder? Knauf vor allen Dingen, das war was für mein Herz. Apropos Herz, hab ich sag dir auch ganz korrekt, so, weil ich habe auch noch gesagt, so, ich habe jede Menge Geduld, wartet, atmet. Es ist jetzt nur ein Spiel nach der Länderspielpause. Nächste Woche ist Dortmund. Wer ist Dortmund? Nein, wir warten einfach ab. Alles cool. Ey, 3-1 gewonnen in Hoffenheim. Und ich gehe jede Wette ein, dass 1, 2, 3 Personen, die hier gerade vor der Kamera stehen, keiner irgendwie zu 100% safe war, dass wir heute gewinnen. Auf gar keinen Fall. Also und ich war zu 100% safe, das wird. Also Hadi war safe, ich sag euch eine Sache, was auch safe ist, bei allen Toren und bei allem, was hier so passiert ist. Ich weiß nicht, wie lange William Patschusch noch in Frankfurt spielt, ehrlich gesagt. So eine Granate. Alter, dieser Typ. Wie Maschine. Gesagt, bei allen Toren, bei allen geilen Toren, auch für mich, der Spieler des Spiels. Wer war es für dich? Außer Knauf noch? Naja, Knauf ist doch was mit meinem Herz. Nein, also so mache ich das auch nicht. Wir sind nur eine Mannschaft und ich will das auch nicht. Ich will nicht. Ich habe mich einmal festgelegt auf Kolo Muani. Ich habe es so bereut. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Siehst du? Keine Ahnung. Ich Spieler des Spiels du. Heute für mich, Jens Gral, super. Auch der ein oder andere Abschlag ging in irgendeine Hinrichtung. Aber ist egal, Bruder, alles gut. Wie die sich für den gefreut haben. Als er den Freistoß gehalten hat, gab es diese Szene. Ja. Das war richtig geil. Man merkt, dass er ein guter Typ ist. Es hieß ja immer, der ist gut für die Kabine. Und ich finde, das hat es auch gezeigt. Ja, auch die Mannschaft. Ja, auch diese Mannschaft ist in Ordnung. Ja. Und diese Mannschaft wurde auch zu Recht von den über 10.000 wieder Fans gefeiert. Ja, das überhaupt. Es war ein Heimspiel. Es war ein Heimspiel. Wir fahren hierher. Ich habe nur was gesagt, was eher zensiert werden soll. Nee, das dürfen wir nicht sagen. Wir freuen uns einfach darüber, dass wir hier zu Hause sind. Auch wenn wir ein schöneres Stadion zu Hause haben. Easy, oder? Easy win. Easy, easy, easy. Und feiern Sie. Nehmen wir das doch mit und gucken Richtung Conference League. Wir werden uns am Montag melden aus dem Nachtleben mit zwei Überraschungsgästen. Also, meine Freunde, schreibt in die Kommentare, lasst Likes da und alles, was ihr so macht. Das Problem ist, Leute, ich konnte mich nicht mal mit mir selber einigen. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Hab ich auch noch einen. Thomas Zampach. Ja, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Struktur hier reinbringen, Boys. Jetzt wird's vogelwild, Freunde. Okay, Leute. Ja. Hat leider nur ein Jahr in Frankfurt gespielt. Ich weiß, wen du meinst. Ich weiß, wen du meinst. Trainermäßig ist jetzt hier nicht unbedingt die Crème de la Crème immer gewesen.